Also beim Luftschiff ist wahrscheinlich noch etwas. Genau. Sodele. Machen wir die Quest kurz. Da bekommt man sehr viel EXP. 1000. Okay. Ab viel Geld. Dann können wir gleich uns eine Rüstung leisten. Komm. Sodele. Macht das Tor auf. Komm schon. Jetzt genug weit nach außen gehen. Ach ja, der Jäger machen wir dann auch manchmal ein bisschen weiter. Aber das hat seine Zeit dort. Da ich ja jetzt früher als geplant hier den Barbaren angefangen habe, ja, ist es halt ein bisschen, wird der halt ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und ja, aber eben, wir let's playen alle Charakter, alle drei, vielleicht später sogar mehr. Da müssen wir so extra Slots kaufen. Sodele, hier noch eine Quest. Jetzt haben wir gut genug Quests. Du bist der Schneider für, ja. Dann nehmen wir uns mal die besten Sachen. Nehmen wir den Bärenfellhelm, das sieht besser aus. Und hier noch ein Schild. So, jetzt haben wir alles. Blub, 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 blub. So. Ein neues Schwert könnten wir noch nehmen. Gut, 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 gut. Handeln. Gut, Schwert. 16 bis 24. Die ist noch besser. Dann nehmen wir natürlich die Schlachtaxt. Oder hat es hier sogar noch einen besseren? Lol, aber der ist langsam, ne? Schlachtaxt, komm. Sehr schön. Das Feueramulett können wir auch auswählen. Jetzt, was müssen wir machen? Mariawald, Mariawald, okay. Aber zuerst machen wir diese Quest, die ist gerade hier. Sehr gut. Also Mariawald. Hier haben wir noch eine Spaltaxt, die ist für Level 9. Oh, Mist. Was ist denn mit der Steuerung wieder plötzlich los? Ach, das nervt. Habt ihr gesehen? Plötzlich war alles links dran. LOL, Fail. Die Steuerung hat einen Fail gemacht. Fail an die Steuerung. Bitte die Fail mal ein bisschen trollen. Hahaha. Man sollte in der Inventar nichts verstehen, wenn man läuft. Sonst kommen diese Steuerung-Bugs. Und das ist nicht gut.
Schon Level 6, cool. Es geht so extrem schnell. Also mal Leerwald. Bärenjunge ist wahrscheinlich hier. Ja. Können wir die gut gehen? Hallo? So. Ja, der fällt erst ein paar Sekunden nach dem Killen tot um. Hopp. Ja, nicht widerstehen. Kleines Bärenfell. Voll der Schrott. Ah, wir haben genug. So, nächste Quest bitte. Hier hat's doch Wölfchen. Junger Wölfchen, ja. Ja, auch gut. Und Kurzbogen. Der nächste. Ein Bernstein, brillant. Also, mit dem reden. Ja, aber die sind noch einfacher, oder täusche ich mich? Komm runter hier. Ja, wie kann ich jetzt den angreifen? So ein blöder Bug immer. Komm schon. Ja, dann hat den. Ein Spawn bitte. Das ist wieder mal eine sehr gute Lösung, kurz ein paar kleine Bärchen in der Nähe von Quest spawnen lassen und die Spieler dann aufregen lassen. Wieso sind die Entwickler noch so strunzdumm Kopf? Wieso machen sie nicht so Wichtiges wie das hier? Mal die Bugs lösen, als irgendwelche Arenen überarbeiten, die kein Schwein benutzt. Sonst irgendwas. Also jetzt noch ein Wölfchen töten. Hallo, Wolfi. Okay, da vorne sind noch ein paar. So, Dele.
Also gehen wir zurück. Und Quest abgeben, mal schauen, vielleicht neues Dorf gehen. Ich werde wahrscheinlich bis zur nächsten Aufnahme ein bisschen den Charakter, also nicht leveln, sondern hier Items suchen. Der wird halt dann ein bisschen höher sein, aber das ist umso besser, da können wir gleich Barbar werden, wenn ich dann so weit gelevelt habe. Und ja, ich will einfach echt nicht jetzt so viel zeigen vom Leveln und vom Questen. Das ist für euch auch ein bisschen langweilig scheinbar. Und ich möchte ja auch zwischendurch den Barbaren spielen. So, Dele. Also, ja, dann sage ich mal Tschüss und ja, bis zum nächsten Mal. Und bitte schreibt mir unten in den Kommentar, wie ihr das neue Headset so findet. Von der Soundqualität, von der Sprachqualität von mir. Und ja. Jo. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Hallihallo, ich bin gerade am Regnum laden, also geht es weiter mit dem Let's Play von Champions of Regnum. Ups. Oh, viel zu viel Käse gegessen. Sorry. So, laden. So, der... Unsere Monika, es ist gerade am Abend, ich mache mal mit der Monika, schaue ich, ob ich eine Schlacht machen kann, sonst gehen wir dann weiter zum Barbaren, zum Drago Basel LP. Okay. Ja, Käse macht so müde. Der Magen arbeitet in, wie ein Kraftwerk, extrem groß. Stark. Ein Atomkraftwerk unten im Bauch. Huiui. So, laden bitte. Laden. Okay, kurzen Moment. Okay. Hast du dich beruhigt? Ja, jetzt. Tachchen. Wie eine Hexe sieht sie aus. Ja. Von hinten sieht sie wie eine Hexe aus. Green Buffy. Und die hat keine Gilde. Okay. Da ist eine von Greenhelm. Ah, der Easy da. Ah ja, der... der Farandi ist jetzt auch in der Gilde aus Klingts. Also herzlich willkommen in der Gilde. Und ja, schön, dass du gekommen bist. Sonst ist leider niemand online. Hat wer eine Party? Und das sind noch mehr Leutchen. Shine of Heaven, die kenne ich von irgendwo. Haut drauf natürlich auch. Das ist der Chat Oberheini. Der ist die ganze Zeit im Sirtis Chat. Wie ist denn? Na, schade, dass nichts passiert hier. Der Don Hu ist hier. Und weg ist er.